Hallo, liebe Freundinnen und Freunde an den Geräten zu Hause. Wir befinden uns heute zum zweiten Mal im Rust Never Sleeps in der Kammer Nummer 20, der alten Bootsmannskammer. Ich erzähle euch heute ein bisschen was darüber, wie es vorangegangen ist. Hier ist einiges passiert. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja, wie auf den alten Aufnahmen zu sehen, wie Tillmann das schon so treffend erklärt hat, war hier eine Riesenbaustelle. Es glich einer regelrechten Katastrophe. Der Boden war total zerstört. Der Estrich war kaputt. Der musste komplett rausgenommen werden und das Stahl musste repariert werden und dann musste der Estrich neu vergossen werden. Das haben wir getan. Wir haben unfassbares Glück gehabt, dass wir jemanden gefunden haben, der uns den Linoleumboden neu herstellen kann mit den alten Mustern, so dass wir an dem originalen Bild hier kaum was verändert haben. Es ist also das originale Muster. Der Boden wurde neu bedruckt und neu verlegt und es sieht wieder aus wie früher. Das ist schon mal großartig. Jetzt hatten wir das Problem durch den Wasserschaden, der durch das Fenster kam, dass die ganze Unterkonstruktion der Wände verfault war. Das heißt, wir mussten quasi die komplette Wand entkehren und die Unterkonstruktion, die Wegerung komplett neu bauen, um dann wieder nach altem Vorbild die Stellakatplatten wieder an die Wand zu bringen. Das haben wir soweit geschafft. Wir haben alles, was möglich war, versucht zu retten, gerettet. Wobei manche Dinge, wie hier die Konstruktion von dem Sofa, die waren halt teilweise so zerstört, dass wir die neu bauen mussten. Glücklicherweise haben wir die alten Pläne und Zeichnungen gefunden von der Kammer, sodass es auch so originalgetreu wie möglich gemacht werden konnte. Das Sofa, das war über die Zeit jetzt sehr instabil. Das musste auch alles neu gebaut werden. Die Unterkonstruktion ist neu, nach dem alten Vorbild. Wir haben neue Stoffe schon bestellt, die den Brandschutzrichtlinien natürlich entsprechen. Was heutzutage ein bisschen schwierig ist, Stoffe in diesem alten Design, in dem alten Muster, in der Farbe zu finden, die auch den Anforderungen heutzutage entsprechen. Brandschutz ist ein großes Thema, das bedeutet viel Recherche, da was zu finden, dass man nachher zufrieden sein kann mit dem Ergebnis. Die sind jetzt noch nicht drauf, das gehört noch zu den Details, die noch folgen werden. Wie zum Beispiel der Schreibtisch. Die Platte war leider vollkommen aufgequollen und ist gebrochen. Da wird eine neue Platte eingelassen und die wird dann mit den anderen Teilen, die neu gekommen sind, wie das hier oder diese Leisten, werden die auf dem richtigen Farbton nochmal gebeizt und lackiert, damit die dann optisch genauso aussehen wie zum Beispiel der Schrank und das Bett und damit es wieder genauso aussieht wie früher.